es erleben. Ein Abenteuer wird's jeden Tag geben. Ich hab viel Spaß und stets was zu lachen. Sei doch dabei, wenn wir Streiche machen. Hallo, hier bin ich. Alle Kinder kennen mich. Der kleine Nick ist frech und lustig. Hallo, hier bin ich. Ich bin der kleine Nick. Der Schokoladenkuchen. Hört mal zu, Kinder. Ruhe bitte. Ich habe für morgen eine tolle Überraschung für euch. Frau Kroket wird euch Unterricht im Backen geben. Ja! Sie bäckt mit euch Schokoladenkuchen, den ihr sogar mit nach Hause nehmen dürft. Ja, juhu, das ist super. Wir dürfen mit Frau Kroket Schokoladenkuchen backen. Könnten wir nicht lieber Mathematikunterricht haben? Ihr bekommt auch eine Note dafür, die im Zeugnis stehen wird. Oh je, es wird sogar benotet. Was für eine Katastrophe. Da bibberst du was, alter Streber? Alter Musterschüler. Was kann ich dafür, wenn ich Schokolade nicht vertrage? Der Arzt hat gesagt, dass ich... Backen erfordert Disziplin. Ich verlasse mich darauf, dass ihr die Anweisungen von Frau Kroket befolgt. Klar. Mama, Mama, morgen lernen wir in der Schule, wie man Schokoladenkuchen backt. Das ist ja fantastisch. Wir dürfen den Kuchen sogar mit nach Hause nehmen. Hallo, Sohnemann. Guten Abend, Liebling. Ich habe meinen Chef, Herrn Marsbaum, und seine Frau morgen Abend zum Essen eingeladen. Mach dir keine Sorgen, es wird alles perfekt sein, das verspreche ich dir. Genial, dann können Sie gleich meinen Schokoladenkuchen probieren. Das wird ein prima Essen. Deinen Kuchen? Welchen Kuchen? Frau Kroket kommt in die Schule und zeigt uns, wie man Kuchen backt. Zum Nachtisch essen wir den Kuchen, den Nick in der Schule gebacken hat. Was? Ausgerechnet, wenn ich meinen Chef zu Gast habe, kommt nicht in Frage. Wieso denn nicht? Dein Chef ist gern im Kreise der Familie. Er findet das sicher ganz liebenswert. Ja, aber überleg doch mal, das ist der allererste Kuchen von Nick. Den halbwegs hinzubekommen ist nicht einfach. Er wird schon gelingen, Liebling, da bin ich mir ganz sicher. Hab ich recht, Nick? Ich backe den leckersten Kuchen der ganzen Klasse, versprochen. Also gut, einverstanden, aber ich warne dich, keine Experimente. Ein guter Nachtisch ist sehr wichtig. Ja, du wirst sehen, dein Chef wird den ganzen Kuchen allein aufessen. Gut. Sind alle da? Ihr dürft jetzt reingehen, aber leise. Wahnsinn, so viel Schokolade. Ist ja unglaublich. Jeder sucht sich einen Platz, aber ganz ruhig. Es gibt genügend Plätze. Ja! Warte mal, heute ist bestimmt Otto der Beste. Ja, Adalbert ist deshalb schon ganz verzweifelt. Beim Backen kriegst du bestimmt die schlechteste Note. Ruhe, Kinder. Ihr bekommt jetzt alle das Rezept und die Liste der Zutaten, die ihr benötigt. Können wir von der Schokolade noch was nachnehmen, wenn es nicht reicht? Ihr werdet die Zutaten abwiegen und euch genau an die Anweisungen im Rezept halten. Dabei könnt ihr gleichzeitig wiederholen, was ihr in Mathematik gelernt habt. Aber zuerst wird euch Frau Kroket Schritt für Schritt erklären, wie der Teig zubereitet wird. Kommt mal nach vorn und holt euch die Zutaten ab, die ihr für den Kuchen braucht. Einer nach dem anderen und nicht drängeln. Jeder bekommt eine eigene Schüssel. Ja, yeah, das ist super. Das ist toll. Ja, schön. Hey. Das ist wirklich nett von dir, dass du mir die Sachen bringen willst. Ja, hier, bitte. Ist mir ein Vergnügen. Erstaunlich, ich bin es gar nicht gewohnt, dass Sie so eifrig und interessiert sind. Hey, das ist meine. Das wäre mal was ganz Neues. Beeilt euch, ich will auch dran kommen. Nein, erst mal ich. Ich hatte die Schüssel als Erste. Oh. Hört auf, euch zu streiten. Jeder bekommt eine. Du bist gemein, das hast du extra gemacht. Immer mit der Ruhe, Kinder. Hört sofort auf, oder ihr bekommt alle eine 6. Setzt euch auf die Plätze und rührt euch nicht vom Fleck. Frau Kroket und ich bringen euch die Dinge, die ihr benötigt. Kuchen backen ist doch nicht so lustig, wie ich gedacht habe. Ich kann Ihnen gern helfen, wenn Sie jemanden brauchen. Danke, Otto, nett von dir, aber ich glaube, das wird nicht nötig sein. Schade.
Otto? Wieso bist du nicht an deinem Platz? Brauchst du eine Extra-Einladung? Wenn ihr gut umgerührt habt, gebt ihr eine Prise Salz und die Eier dazu. Mist! Alles nachmachst. Psst, nicht verraten, sonst kriege ich eine 6. Ist mir doch egal. Du lässt mich doch auch nie abschreiben. Was ist mit euch beiden los? Er ist schuld. Er macht mir immer alles nach. Gar nicht wahr, du gemeiner Lügner. Aber was habt ihr denn gemacht? Adalbert, in die Ecke, sofort. So. Jetzt ist aber meine Geduld mit euch beiden am Ende. Hilfe, ich kann nichts mehr sehen. Hilfe, ich bin blind. Hilfe! In die Ecke, Klodwig. Und du kommst mit mir in den Waschraum, Adalbert. Das ist total ungerecht. Hey, wo ist mein letztes Ei? Liegt auf dem Boden. Hast du nicht gemerkt, wie es runtergerollt ist? Ich wette, du hast es runtergeworfen. Soll ich dir jetzt auf die Nase hauen oder was? Passt auf, ihr beiden. Ihr macht ja alles schmutzig. Du findest es wohl lustig, mit Eiern beworfen zu werden, Blödmann. Ich gebe dir gleich einen Grund zum Lachen. Heute mal wieder richtig viel Spaß, stimmt's? Ja, die Backstunde war super. Aber die Lehrerin war ziemlich sauer. Und Frau Kroket erst, aber ihre Schokolade war einmalig lecker. Mein Kuchen ist leider sehr klein geraten. Er hätte viel mehr aufgehen müssen. Zeig mal. Siehst du, er ist ganz platt. Stimmt, aber er schmeckt bestimmt trotzdem. Hä, guter Witz. Was mache ich jetzt nur damit? Ich nehme ihn sofort, wenn du ihn nicht willst. Tut mir leid, geht nicht. Der Chef meines Vaters kommt heute Abend zum Essen und ich bin für den Nachtisch zuständig. Hauptsache, der Kuchen schmeckt gut. Macht also nichts, wenn er nicht so schön aussieht? Natürlich nicht. Willst du vorsichtshalber davon kosten? Ja, gern. Gut, aber nur ein winzig kleines Stück. Köstlich. Ach, wirklich, Otto? Probier ihn mal selbst. Ja, du hast recht. Mein Vater wird zufrieden sein. Mist, die Schachtel geht nicht mehr zu. Warte, lass mich mal probieren. Nein, jetzt ist er kaputt. Was soll ich nur meinem Vater sagen? Essen kann man ihn trotzdem. Sag mal, spinnst du? Den kann ich dem Chef meines Vaters doch nicht mehr anbieten. Zeig mir doch mal, wie dein Kuchen aussieht. Warum willst du das wissen? Wir könnten tauschen. Mm-mm. Jetzt sei doch nicht so. Es war ja deine Schuld. Na gut, von mir aus. Außerdem hat meine Mama gesagt, dass sie für heute Abend eine Torte backt. Danke, Otto. Ich wusste, du bist ein prima Kumpel. Und was machen wir mit deinem Kuchen? Den können wir aufessen. Wir brauchen ihn nicht mehr. Es gibt doch nichts Schöneres, als den Abend im Kreise der Familie zu verbringen. Den Nachtisch hat Nick heute in der Schule zubereitet. Eine Unterrichtsstunde im Backen? Das ist ja fabelhaft, nicht wahr? Ich kann es kaum erwarten, von deinen Kuchen zu kosten. Ich hole ihn. Endlich mal was anderes als die ewigen Kekse zum Dessert. Haben Sie bitte keine allzu hohen Erwartungen. Es ist sein erster Kuchen. Tada! Hier ist er. Oh la la, dein Kuchen sieht ja fantastisch aus. Trink.
Ich muss sagen, das ist wirklich ein ganz besonderer Kuchen, Nick. Aber da ist ja Pfeffer drin. Was? Igitt! So. Dieser kleine Witzbold wollte uns wohl einen Streich spielen. Hab ich recht, Nick? Stimmt, wirklich sehr lustig. Vielen Dank für den vorzüglichen Nachtisch. Genug gelacht. Geh jetzt in die Küche und hol deinen richtigen Kuchen, Nick. Den richtigen? Du weißt schon, ich habe ihn zum Aufwärmen in den Backofen geschoben. Ja, Mama, ich hol ihn sofort. Ich muss sagen, es gibt nichts Schöneres als ein Essen im Kreise der Familie. Da kann ich dir nur zustimmen. Und es ist viel amüsanter als bei deinen Geschäftsessen. Meine Mama ist die Beste auf der ganzen Welt. Sie hatte vorsichtshalber einen zweiten Kuchen gebacken. Nick kommt ganz nach seinen Eltern, ist fleißig wie der Vater und backt ausgezeichnet wie seine Mutter. Willst du deinen vorzüglichen Kuchen nicht auch mal kosten? Eigentlich schon, aber ich habe so viel Schokolade gegessen, dass ich Bauchschmerzen habe. Thank you.